Dann machen wir mal den Boss. Können wir machen. Ich hoffe, ich habe genug von den Kräften, von den Funkelstars. Aber ich muss sagen, es ist kreativ mit diesen verschiedenen. Also, wenn ich jetzt mal so an Mario Wonders denke, holt mich Mario Wonders nicht mehr wirklich ab. Das hier mit den verschiedenen Outfits und den Kräften, ich weiß nicht, das hat irgendwas. Aber das andere, das Interessante ist, das spielt er hier auf im Theater, auf verschiedenen Bühnen. Und diesbezüglich wird bei Paper Mario 2 auch der Fall sein. Oder Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Grinse Katze. Also Peach und Stella. In Frau Grapes famoser Vorstellung seid ihr nur Statisten. Versucht es ruhig, aber ihr könnt niemals gewinnen. Oder glaubt ihr wirklich, ihr könnt mich besiegen? Mich, die Wächterin dieser Tür, Schnurr. Oh wei, was ist das für ein Vieh, ey. Ich werde euch diese Höflichkeit von euren Gesichtern wischen. Da fehlt der Jan. Lichtspiel-Spazi. Das. Hoffe ich. Aber kannst du mal aufhören, mit dieser scheiß Bombe zu spielen? So. Einmal noch. Blöde Grinsekatz. Wir haben ein Herzchen bekommen. Der will doch nur spielen. Oh nein, der hat die Bombe kaputt gemacht. Okay. Böse Mieskatze. Böse. Böse. Aus. Aus, habe ich gesagt. Ja.
Also Mietskatze. So, jetzt komm her. Aus. Ha! Böse Mietz. Böse. Jetzt haben wir die Katze schnell platt gemacht. Haha, kommst du zum Asiaten, da kommst du in die Suppe. Nudelsuppe mit Miau Miau. It's nice chicken, it's not chicken, it's Miau Miau. Ja. Yay, wir haben dieses Stockwerk auch gerettet. Das war ja ein harter Brocken. Wenigstens auf diesem Stockwerk ist auch wieder alles zur Normalität eingekehrt. Alles klar, Stella. Du bist jetzt in so vielen Theaterstücken aufgetreten, dass du mit allem fertig wirst. Da bin ich zuversichtlich. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist der Aufzug des Theaters, ob die Fäden und diese gruselige Tür ihn blockiert hatten. Aber vielleicht funktioniert der wieder, weil wir die unteren Stockwerke befreit und so Grapes Kraft geschwächt haben. Jedenfalls können wir jetzt damit bequem schnell in den Keller fahren. Wollen wir es gleich ausprobieren? Warum in den Keller? Lass mich raten, da gibt es noch was zu machen. Filmtheaterkeller.